So, da sind wir auch schon. Im Raumhafen von Mos Eisley. Wo sich alle möglichen... Da brauchen wir einen Kopfgeldjäger. Das sehe ich von hier aus. Jetzt brauchen wir einen Kopfgeldjäger. Oh, wir haben mal dich da. Bist du ein Kopfgeldjäger? Kannst du nicht mal schießen? Du kannst nicht mal schießen. Ah doch, du kannst schießen, okay. Cool, den hatten wir noch nie dabei, den Kopfgeldjäger. Coole Sache. So. Oh, wir brauchen gar keinen Kopfgeldjäger. Das habe ich dann doch falsch gesehen. War die Macht nicht ganz so mit mir. Da ist Kitschwister, den wir aus mitgenommen haben. Sandtrubbler, imperialen Spion haben wir auch mit dabei. Und den Gongdruiden, das Allerwichtigste. Der Gongdruide, der wird jetzt irgendwie jedes Mal mitgenommen. Warum auch immer. Irgendjemand wollte davon mal Konduko sehen. Bitte schön, das hast du Konduko gesehen. War kein Sandtrubbler dabei? Ah doch, hier. Sandtruppe, ja, zählt auch. War nicht der Stormtrooper, den ich gesucht habe, aber... hat sich auch gleich mal selbst in die Luft gejagt. So, diesmal hat er nur Luke in die Luft gejagt. Was gibt's denn hier noch in diesem Bereich hier? Oh, Kamera ist natürlich wieder in Bestform hier. So, Count Dooku kann zeigen, was er mit der Macht kann. Und da ist es auch schon. So, Kit Fisto wollte ich doch mal nehmen. So, einmal Kit Fisto. Da ist auch schon. Nun denn, auf zum nächsten Minikit. Wahrer Jedi sind wir hier anscheinend auch schon gewesen. Muss man da oben drüber springen? Oh, das Level ist auch relativ weitläufig hier eigentlich. Doppelte Punktezone, yay, Vierfachpunkte. Nehmen wir alles gerne mit. Oh, schade. Ah, da drüben müssen wir bestimmt rein, oder? Waren wir da schon letztes Mal drin? Ich weiß es gar nicht. Es ist so schön, wenn sie auf einen schießen, die Schüsse explodieren und sie sich damit selbst eliminieren. So, der zweite Sprung wird besser. Nein, der zweite Sprung wird nicht besser. Okay. Mir fehlt mein Jetpack-Charakter, muss ich sagen. Ich muss nämlich dann diese Jetpack-Sachen muss ich jetzt immer mit den Druiden machen. Das mache ich äußerst ungern mit den Druiden, muss ich sagen. Weil die so viel langsamer sind. So, hier brauchen wir wieder einen Kopfgeldjäger. Wo ist unser Lieblingskopfgeldjäger? Nee. 4LOM, du bist nicht mein Lieblingskopfgeldjäger. Ach, der funktioniert auch als Protokolldruide. Oh, vielen Dank für den Hinweis. Das ist super. Ah, das ist so gut. Hä? Hier ist nichts drin in dem Raum? Wollt ihr mich fahren? Hä? Das ist einfach nur ein leerer Raum, oder was? Oder habe ich da jetzt gerade was eingesammelt? Seltsam. Okay. Dann gehen wir mal lieber das andere Minikit holen, was da hier gleich um die Ecke verborgen ist. Ah, da oben ist die dunkle Seite der Macht. Ich nehme an, damit kommen wir da ran, da oben. So, Luke Skywalker, du bist zwar schwarz angezogen, aber du bist nicht auf der dunklen Seite der Macht. Genau. Count Dooku, du machst mal hier auf und dann fallen wir da unten rein, nehme ich an. Yep. Bingo. Wunderschön. Wunderschön selbst eliminiert. So, hier sieht es auch so aus, als könnte man reinlaufen und könnte dann auch wieder rauslaufen. Alle schwarzen Fässer muss ich zerstören. Danke für den Hinweis. Wo sind schwarze Fässer? Du bist nicht der schwarze Fass, das ich suche, nehme ich an. Sonst würde da eins von irgendwas stehen, wahrscheinlich. Da sind silberne Sachen, die kann ich kaputt machen. Ist aber auch nicht eins von irgendwas. Okay, da oben wird mir noch was angezeigt. Hier muss auf jeden Fall noch irgendwas sein. Wenn hier noch einer angezeigt wird. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was hier sein soll. Da unten ist auch schon wieder üble Prügelei hier. Aber die ignorieren wir einfach mal hier, die üble Prügelei. Da ist noch irgendwas, was ich zusammenbauen kann. Ich baue es mal zusammen, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ah, schön. Sachen zusammenbauen, während die anderen explodieren, die auf mich schießen. Das ist gut. So. Ups. Wunderschön. Wunderschön aufgebaut. Okay. Ah, kann ich da hochspringen? Springt Kit Fisto auch hoch? Sieht nach einem sehr hohen Sprung aus, auf jeden Fall, den er macht. Ah, hier ist noch was rausgekommen. Das ist neu. Das ist aber auch nur eine Möglichkeit, um da hochzukommen. Das war nicht das, was ich suchte. Aber da ist auf jeden Fall noch was. Da oben ist auf jeden Fall, jetzt wissen wir, müssen dafür irgendwas machen, aber da oben ist auf jeden Fall was. So, warum kommen da blaue Sachen raus? Ja, unter der Brücke. Brücke, Brücke, Brücke. Ich weiß. Danke, lieber Chat. So, nein, das sind nicht die Sachen, die ich suche. Du bist zwar auch nicht das Fass. Aus der Tür sind Teile rausgekommen. Ja, ich weiß. Ewas. Der Chat ist immer ein bisschen verzögert. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen dauert, immer bis ich auf Sachen eingehe. Ungefähr eine halbe Minute oder so verzögert, bis ich immer dann
auf Ideen komme, zu verwirklichen, die im Chat geschrieben werden. So, 1 von 3, da war gerade eine Karotte. Ich habe aber nicht gesehen, was ich da... Ich habe irgendwas dafür kaputt gemacht, ich habe aber nicht genau gesehen, was es war. Wir machen einfach mehr Sachen kaputt. So, genau, dich brauche ich wieder. Dann bist du doch relativ hilfreich, auch wenn du kein Jetpack hast. Wenn er noch ein Jetpack hätte, wäre er noch hilfreicher, aber so ist er auch schon okay. So, ein Karotten. 3 von 3. Ah, okay. Ich würde jetzt gerne behaupten, ich weiß, was ich kaputt gemacht hat, aber ich weiß es nicht. So, Hauptsache, wir haben es kaputt gemacht. So, Minikit geholt. 5 von 10. Geile Sache. Jetzt wird mir hier auch kein Minikit mehr angezeigt in dem Bereich hier. Das heißt, wir haben es hier geschafft. So, euch noch schön ausweichen und hier phänomenal die Gegner besiegen. Kopfgeldjäger-Style. So. Wir haben ein Fahrrad. Können wir mit dem Fahrrad auch fahren? Ja, Kid Fistu kann mit dem Fahrrad. Kid Fistu kann nicht mit dem Fahrrad fahren. Warum kann Kid Fistu nicht mit dem Fahrrad fahren? Okay. Aber von da komme ich rüber, glaube ich, oder? Ja, da kann ich rüberspringen. Das sollte funktionieren. Oh, komm, die zwei da oben können wir auch von hier aus einsammeln. So, muss immer aufpassen, dass die hier nicht zu nahe sind, die Truppen. Weil wenn die nämlich zu nahe sind und explodieren, dann explodieren wir gleich mit. So, die Tür ist schon offen. Wir versuchen sie trotzdem nochmal aufzumachen. Wie geht's denn da weiter? Die ist doch schon offen, die Tür. Wie kann ich nicht durch eine Tür gehen, die schon offen ist? Frecher ist. Mirror's Edge Cataclysm ist momentan nicht geplant. So, hier brauchen wir noch C3PO. Wo ist der C3PO? Ah ne, wir können ja den anderen als Protokoll-Druide verwenden, habt ihr gesagt? Ja, ihr habt recht gehabt. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, es waren doch die schwarzen Fässer, die ich kaputt gemacht habe. Okay, danke für den Hinweis. Na gut. So, hier gibt es noch einen anderen Weg hier rüber. Wir nehmen mal den anderen Weg hier. Da drüben gibt es nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. So, einmal hier rüber geschwebt. Dann können wir hier gleich was zusammenbauen. Ah, hier kann ich mich auch noch dran erinnern, dass wir hier mal durchgelaufen sind. Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Dein Internet stürzt gerade ab, das tut mir leid. Hoffentlich funktioniert es bald wieder. Genau, hier musste man die Viecher... Das hatten wir, glaube ich, damals auch gemacht, diese... Kamen irgendwelche Viecher raus und die mussten wir dann abschießen oder so. Ja, genau, ihr kommt da raus. Alle 10 mussten wir von euch abschießen. Oh, das bringt auch noch ein paar Stats. Machen wir einfach mal. Sinnlose Gewalt. Ah. Und sowas in einem Lego-Spiel. Unverzeihlich, unverzeihlich. Nein, ihr rennt da nicht wieder rein. Jetzt kommt raus, endlich. So, genügend. Genügend von den armen Wombratten ermordet. Können doch gar nichts dafür. So, hier sind wir wieder unten. Das ist oben irgendwo drauf, oder? Das ist oben auf der Königinnenwitwe drauf, wie das schöne Schiffchen hier heißt. So, müssen wir mal gucken, dass wir die Königinnenwitwe wieder nach unten bringen. So. Ups. Habe ich mich gerade selber in die Luft gejagt? Ich glaube, ich habe mich gerade selber in die Luft gejagt. Hört ihr auf damit. Ach, der kann auch drauf... Ah, nee, hä? Ich bin gerade nicht sicher, warum das Ding jetzt kaputt gegangen ist, aber Hauptsache, es ist kaputt gegangen. Das ist so geil, wie ich mich aber selber die ganze Zeit in die Luft jage. Ah, da waren noch nicht alle Teile da, deswegen hat das nicht... Doch, jetzt... Bau das doch mal zusammen, Mensch. Ach, dann bau es halt nicht zusammen. Ich muss am Anfang zum Landspeeder. Wieso brauche ich denn den Landspeeder nochmal hier? Ich brauche die Königinnenwitwe, um hier... Die muss ich doch hier umklappen ein bisschen, oder? Ah, oh, hört doch mal auf. Ich dachte, die muss ich mal hier umklappen. Ich probiere es mal, das mit dem Umklappen. Nein! Ach Gott. Ich nehme jetzt Plo Koon, jetzt reizt mir. Sagte er und nahm Kid Fistu. Ich meine Kid Fistu, es tut mir leid. Ich meine Kid Fistu. Obi-Wan haben wir doch schon mal gespielt. Obi-Wan haben wir auf jeden Fall schon gespielt. So. Okay, da kommt auch was runter. Und dann können wir damit hoch und können das Ding freischalten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So. Und zwar damit kommen wir da hoch und können das Minikit holen. Haha. So, jetzt ist mir aber immer noch ein Rätsel, wo ihr meintet, dass ich den... Nee, den brauche ich momentan nicht. Ups. Ich glaube nicht, dass ich den momentan brauche, den Landspeeder vom Anfang. So. EG88, ja, kann ich auch mal spielen. Den sehen wir aber spätestens bei den Kopfgeldjäger-Missionen, glaube ich, sehen wir den. Genau, hier könnte man sich einen AT... Können wir sich einen AT-AT holen? Da ging es. ATST holen. Da ging es in die Kantine rein, wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir mal in die Kantine rein, was da so geht.
Ah, ne, hier ging es nicht in die Kantine rein. Das kam anscheinend erst später. Ah, ne, hier sind alles noch Teile für den AT-ST. Ah, verstehe. Verstehe. Die explosiven Schüsse ausmachen. Ja, na, ich lasse jetzt mal noch an die explosiven Schüsse. Killt mich zwar ab und zu mal, aber ist auch irgendwie witzig. So, kann ich da noch rein? Nö. Okay. Wir könnten jetzt hier den AT-ST hier zusammenbauen, aber das müssen wir, glaube ich, eigentlich gar nicht. Wir können auch direkt weiterlaufen einfach. Ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst, aber ich glaube, in den anderen Bereichen waren wir tatsächlich schon überall, oder? Der Chat sagt auch nichts anderes momentan, als dass ich weiterlaufen soll, glaube ich. Ah, den Speeder muss ich verkaufen? Echt? Hatten wir das damals nicht gemacht, den Speeder verkauft? Okay, na gut. Dann verkaufen wir den Speeder. Okay. Ich höre auf euch. Wir verkaufen den Speeder. Es kann natürlich sein, dass ich den Stein damals schon hatte, aber wir machen es jetzt einfach. Wir gehen ein bisschen Speeder verkaufen. So, na dann holen wir uns mal unseren Speeder. Gehen wir ein bisschen Shopping machen. Irgendjemand hat gesagt, das soll ich mal wieder sagen. Warum auch immer. Shopping. So, rein da. Einmal alle... Das war eine kurze Fahrt. So, Rainbow Six Siege kenne ich, habe ich aber nie gespielt. Ja, ist auf jeden Fall ikonisch, wenn C3PO die öffnen könnte, die Kantine. So, warum gehst du nicht auf hier? Why you no open? Weil wir da irgendwas zusammenbauen müssen. Okay, aber der Speeder steht schon mal da. Dann können wir jetzt oben rumgehen. Habe ich ein Haustier? Nein, ich habe kein Haustier. Ich hätte gerne ein Haustier, aber ich habe keins. Also ein bisschen blöd, wenn man 40 Stunden die Woche arbeiten muss, dann ist es irgendwie ein bisschen blöd, so ein Haustier. Also klar, man kann sich einen Hamster oder sowas holen. Der ist vielleicht nicht ganz so viel Ansprache braucht, aber das wäre jetzt, glaube ich, auch nicht das richtige Haustier für mich. Wenn hätte ich gerne eine Katze, aber das ist natürlich schwierig. Und auch zwei Katzen ist irgendwie doof, wenn man den ganzen Tag nicht zu Hause ist. Dann ist den Armen ja immer langweilig. So, hier ist noch eine doppelte Punktezone. So, euch zerlegen wir. Wie kann ich denn das Ding in die Luft jagen da? So kann ich das Ding in die Luft jagen. Sehr gut. Einmal hier durchgefahren. Und dann gehen wir mal hier Speeder verkaufen. Oh, ich hätte ihn fast noch überfahren gehabt, den Herrn Java. Die Geistercharaktere kann ich auch noch spielen, ja. Habe ich auch noch vorzuspielen, die Geistercharaktere, keine Sorge. Aber momentan eher nicht. So, da haben wir Stats bekommen. Ja, viele Stats. Aber, ja, nee, das hat uns sonst aber nichts gebracht, außer Stats. Irgendwo war noch dieses Kino hier, war doch auch noch irgendwo, oder? War das hier? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es gab doch irgendwo noch so ein Kino. Naja, auf jeden Fall gibt es hier jede Menge Stats, die wir gerne noch einsammeln würden. So, dann hätten wir den Speeder noch in die Waschstraße hier bringen können. Warum ist das Ding hier versperrt? Kann man das irgendwie wieder heil machen? Oder brauchen wir die Macht oder so? Naja, das ist irgendwie gesperrt. Kann ich den Speeder eigentlich wieder zurückklauen, nachdem ich ihn verkauft habe? Ja, kann ich machen. Okay, wir klauen uns einfach den Speeder wieder zurück, den wir soeben verkauft haben. Willkommen in Mos Eisley! Ah, jetzt ist das Ding offen. Ah, okay, dann können wir ihn jetzt putzen. Okay, wir putzen mal unseren Speeder nochmal ein bisschen schöner raus. Vielleicht hätten wir mehr Stats bekommen, wenn wir ihn geputzt verkauft hätten. So, gleich haben wir einen viel schöneren Landspeeder. Ja. Den Sinn davon habe ich jetzt aber auch nicht verstanden. Können wir mit dem Landspeeder eigentlich auch weiterfahren? So, wir fahren einfach wieder weiter. Wir fahren hier einfach weiter. Alles klar, wir fahren einfach weiter. So, ja, Shakti kann ich auch mal spielen. Wie gesagt, ich kann nicht alle Charaktere spielen, aber ich versuche so nach und nach den einen oder anderen mal zu spielen. So, gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Wo die nächsten Minikits sind. Ups, hier sind auf jeden Fall noch Gegner. Nicht das, was ich gesucht habe. Da geht's zur Kantine rein. Sorry, ihr seid im Weg. Ich wollte euch gar nicht töten, ihr habt euch selber getötet, indem ihr auf mich geschossen habt. Nope, da ist noch zu. Mussten wir da echt mit dem AT-ST hier durchlatschen? Kann natürlich sein, weiß ich nicht. Hier ist noch was kaputt zu machen. Kann ich das gar nicht kaputt machen? Warum kann ich das nicht kaputt machen? Okay, ich glaube, wir müssen doch den AT-ST erstmal zusammenbauen. Wir bauen erstmal den AT-ST zusammen. Und laufen dann hier mit der vollen Macht hindurch. So, da ist noch eine Tür. Türen sind da, um reinzulaufen. In dem Fall auch, um wieder rauszulaufen. Wie gesagt, die Geister habe ich noch nicht. Die sind momentan noch zu teuer. Die können wir uns momentan noch nicht leisten. So, jetzt... Ups, nein! Ich wollte dich nicht schocken. Es tut mir leid, Gefisto. Es tut mir leid. Fehlen uns hier immer noch Teile?
Ah, das war, glaube ich, der Rest, der uns noch gefehlt hat. Power-Up. Sind da noch Teile drin vom AT-ST? Eigentlich müssen wir ihn doch schon fast komplett zusammengebaut. Ah, hier sind noch Teile gewesen, okay. Die Füße haben noch gefehlt vom AT-ST. Klar, ohne Füße kann er schlecht laufen. Mit dem AT-ST, ja, habe ich schon richtig vermutet. So, ja, ja, wir werden schon den einen oder anderen Jedi werden wir auf jeden Fall noch spielen. Keine Sorge. So, jetzt werden wir erstmal gleich einen AT-ST spielen. Los geht's. Hello there. Nee, du gehst da gleich wieder raus, würde ich sagen. Verdammt. Ah, okay, er geht gleich wieder raus. Perfekt. So, der Java hat sich den wieder zurückgeklaut, den Speeder. Das finde ich lustig. Sorry, ich muss hier gerade durch. Ich bin Arzt oder so ähnlich. Muss man nicht diese Dinger, diese... Irgendwas anderes muss man hier auch noch kaputt machen, weiß ich noch. So, jetzt ist hier vorne auch offen. Jetzt können wir hier auch reingehen. Offensichtlich. So, hier darf man natürlich in der Kantine nur als Nicht-Droide rein. So, da ist auf jeden Fall noch ein Mini-Kit hier irgendwo im nächsten Abschnitt. So, Kitty, einmal aufmachen bitte. So, jetzt bin ich wirklich ein Kitty-YouTuber. Weil ich Kitfiste dabei habe. So, da geht's rein. Findest du, dass der AT-ST dämlich aussieht? Ich fand, das sah eigentlich ganz cool aus gerade eben. Fand ihn gar nicht so dämlich. So, 7 von 10 haben wir. Sehr gut, sehr gut. Du bist müde. Das tut mir leid. Dann hoffe ich, dass du nicht einschläfst beim Stream hier. Nope, würde ich sagen. Hier sehe ich nichts mehr. Ja, Dr. Achenbursche muss durch. Ich habe ganz vergessen, ich bin ja sogar Arzt. Nicht. Bevor jetzt wieder jemand denkt, das wäre mein wirklich wahrer Beruf. So. Hello there. Du bist der Spion, den ich suche. So, hier gibt es wieder viele Möglichkeiten rumzulaufen. Oh, das ist hier ganz schön verwirrendes Level. So, wo ist ein Kopfgeldjäger? Da ist ein Kopfgeldjäger. Ich glaube, hier finden wir schon was. Ja, genau. Maurer kann ich natürlich auch sein, wenn ich Kit Fisto bin. Wegen Kit und so. Oh Mann. So, einmal gehüpft. Okay, das war jetzt gar nicht so sinnvoll hier zu hüpfen. Ah, da ist auf jeden Fall was. So ganz habe ich noch nicht verstanden, was ich hier alles tun muss, wo es weitergeht. Aber ich glaube, hier ist auf jeden Fall Minikit drin. Deswegen machen wir das hier einfach mal. Ach so, das ist, jeder muss hier eine Seite machen, okay. Ah, ist das, wo man nochmal... ich sehe das Minikit sogar schon. Ich dachte, wir müssen wieder die Womperatten hier umbringen, aber das müssen wir gar nicht. Roten Stein habe ich schon, gell, ja. Okay, dann fehlen uns noch 2 Minikits aktuell. Dankeschön, Mikrozane. Ja, Lego City Undercover kann ich empfehlen. Klar, das ist eines der besten Lego-Spiele. Wenn nicht sogar das beste Lego-Spiel. Nein, das beste Lego-Spiel spiele ich ja gerade schon. Auch wenn das vorherige Level nicht dazu gezählt hat, aber eigentlich ist das ja schon das beste Lego-Spiel. So, Herr Protokolldruide. Auch wenn du kein Protokolldruide bist, sondern ein Kopfgeldjäger. Wie gesagt, ich werde versuchen, möglichst viele von den Leuten zu spielen, die ihr mir hier vorschlagt. Da muss ich irgendwo nach da oben, wenn ich das richtig sehe. Das ist wieder sowas, was nicht gescheit angezeigt wird. Da sind ja meine Lieblings-Mini-Kits, die nicht gescheit angezeigt werden. Vielleicht die Mülleimer. Ja, die Mülleimer sind es, glaube ich, nicht, die ich hier kaputt machen muss. Hier ist nochmal ein Raum. In wie viele Türen bin ich jetzt eigentlich reingelaufen und gleich wieder rausgelaufen? Genau, ich arbeite als Jedi, das wisst ihr doch. Nebenjob ist Jedi hauptberuflich YouTuber. Ihr kennt mich doch. Na, dann machen wir mal das, was wir hier machen müssen. So, einmal aufgemacht. Kommen wir denn da noch hoch? Okay, dann können wir uns da bloß so rüberschwingen. Dann sind wir wieder hier. Aber das ist alles im nächsten Raum. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir machen jetzt einfach mal auf hier. Was halte ich vom Lego Star Wars Set 75252? Ich kann die Nummer nicht auswendig. Du musst mir schon sagen, welches Set das ist. Das tut mir leid. Ach, das ist sogar ein ehemaliger Protokolldruide gewesen, der Kollegen, den ich ja gerade hatte. Der hier. Warte, wo ist er? Da ist er. Der Vierlom. Das ist ein ehemaliger Protokolldruide. Alles klar, wieder was gelernt.
Und ihr habt hoffentlich auch gerade wieder was gelernt. Sehr gut, sehr gut. So, einmal aufmachen bitte. Einmal aufmachen bitte, sagte ich. Ah, da muss ich wieder drauf schießen. Ja, da muss ich drauf schießen. So, Kollegen. Wo ist das? Ah, hier sind, glaube ich, zwei. Ne, sind nur das eine Minikit, was mir hier angezeigt wird. Ja, aufgemacht auf jeden Fall. Aber in dem Fall war es eher aufgeschossen. Nächste Woche kann ich nicht streamen, ne. Nächste Woche wird das schwierig mit dem Streamen. Leider, leider. So, hier gehen wir erstmal. Hier gehen wir erstmal ins Kino rein. Nächste Woche bin ich nämlich. Zumindest am Sonntag fliege ich nächste Woche schon nach Island. Und daher ist es ein bisschen schwierig zu streamen dann. So, wir sind im Kino. Und hier werden wir uns den Film jetzt gemeinsam anschauen. Ich habe keine Ahnung, was hier läuft. Ich würde fast auf Star Wars tippen. Vorausgesetzt, ich schaffe es irgendwie, dieses Ding hier zu aktivieren. Wie machen wir, dass der Film läuft? Ich möchte gerne den Film schauen, aber der Film möchte das noch nicht, glaube ich. Die Stühle kann ich nicht kaputt machen. Kann ich die Dinger hier kaputt machen? Nee. Hä? War ich zur falschen Zeit hier? Geht es nur um 8.40 Uhr, weil draußen stand um 8.40 Uhr, fing die Vorstellung an. Seltsam. Seltsam. Dann suchen wir erstmal das andere Minikit. Okay, ein Minikit wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal, wie wir rankommen. Das ist nämlich das Kino-Minikit. Das andere wird mir aber immer noch im anderen Raum angezeigt, in der anderen Ebene drüben angezeigt. So, hier nehmen wir noch das Power-Up mit. Da oben gibt es auch noch Sachen. Was können wir mit den Dingern machen? Gar nichts momentan. Okay. Ja, Lego Star Wars läuft da drin, das stimmt schon. Wahrscheinlich läuft ein Trailer oder so. Dann kommen wir da hoch. Da können wir auch noch rein. Oh, so viele Möglichkeiten hier. Bezahlen. Ja. Ah, hier ist aber niemand, bei dem ich bezahlen kann. Ich kann nicht höchstens das Ding kaputt machen, aber bei bezahlen kann ich dabei niemanden. Hinter die Leinwand laufen? Konnte man da hinter die Leinwand laufen? Ich weiß nicht, ob das ging. Ich glaube gar nicht. Ich glaube fast, dass das nicht ging. Nein, geh weg. Ach, das hast du jetzt davon. Das hast du uns beide in die Luft gejagt. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ach, mit den Granaten. Ach, das sind silberne Sachen da vorne. Echt? Sicher, dass das silberne Sachen sind? Ja. Okay. Habe verstanden, wie das funktioniert. Wir müssen erst das ganze Kino abreißen, bevor wir einen Film schauen können. Okay. Alles klar. Dann reißen wir mal eben das Kino ab. Warum auch nicht? So, alles abgerissen. Film läuft immer noch nicht. Das war nicht das Rätsel zur Lösung. So, hinter die Leinwand können wir auch nicht laufen, glaube ich, oder? Nee, da kommen wir nicht rum um die Leinwand. Ah, jetzt geht's auf. Ah! Haha, haha. Jetzt verstehe ich das. So, ach so, mit dem Lichtschwert hätte ich es auch kaputt machen können, die Stühle. Okay, na, ich fand die explosive Variante hier cooler. So, Lego! Da sind aber Szenen aus dem Lego-Spiel hier, sehr cool. Sogar ein Schwarz-Weiß-Film. Episode 1 sehen wir gerade hier. Das ist alles Episode 1, soweit ich das sehe. Ja, das war jetzt schon. Ja, doch, das ist immer noch Episode 1. Ja. Sehen wir Szenen? Ich glaube, das sind aber nicht die Szenen, die wir selber gespielt haben. Das ist alles schon vorgefertigt. Die Qualität ist auch überragend, natürlich. So, angeschaut haben wir es uns. Irgendwie haben wir aber immer noch nichts dafür bekommen hier. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen wieder was in die Luft jagen. Ja! Einfach mehr in die Luft jagen. Immer mehr in die Luft jagen. Das scheint hier wirklich das Patentrezept zu sein. So, Leinwand ist ein bisschen kaputt. Passiert. So, 9 von 10 haben wir. Sehr gut. Wir haben nur noch eins. Eins fehlt uns noch. So, jetzt machen wir aber auch alles kaputt hier. Wenn wird die komplette Leinwand kaputt gemacht. Auch die da oben noch, weil noch jemand gemeint hat, man kann anvisieren. Das geht hier nicht. Das geht erst im anderen Lego-Spiel. Da hattet ihr mich kurz verwirrt gehabt, aber das geht hier tatsächlich noch nicht in dem Lego-Spiel. So, die doppelte Punktezone nochmal nutzen hier. Und dann gehen wir hier erfolgreich raus, Goyle. So, jetzt mal gucken, wo wir das letzte Minikit noch finden. Das war aber echt... Ah, 1 von 3. 1 von 3 ist gut. Dann weiß ich, was wir machen müssen. Wir müssen Dinge kaputt machen. Und die sind wahrscheinlich im anderen Bereich noch die Dinge, die wir kaputt machen müssen. Das waren irgendwie Steine oder so waren es, glaube ich. Wir gehen noch ein bisschen ballern hier. So, balla balla bum bam bam bang. Oder so ähnlich. So, wo sind die Sachen, die wir zerstören müssen? Sind wieder in irgendwelchen Gebieten, wo ich wieder nicht bin. Da sind die explosiven Schüsse aber ganz gut eigentlich, weil die relativ viel auf einmal kaputt machen. Ja, da haben wir jetzt irgendwie nicht so viel getroffen, was ich treffen wollte. Da können wir noch nach oben. Da können wir nicht nach oben. Nope, da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir aber hoch.
Und von da aus kommen wir dann da hoch. Ich verstehe. Und von da aus kommen wir dann da hoch. Und von da aus kommen wir dann darüber und da waren wir schon. Wo sind diese Dinger hier? Sind die noch da drunter in der Tür drinne? Nee. So, na, ich glaube, hier gelten andere Gesetze. Hier gibt es kein Gefängnis. Wir sind hier aus Mos Eisley, das dürft ihr nicht vergessen. Da kann das Imperium versucht zwar hart durchzugreifen, aber ich befürchte, das klappt nicht so. Mit dem hart durchgreifen hier. So, hier kann man auf jeden Fall noch Sachen kaputt machen. 2 von 3, jawohl, da ist das nächste gewesen. Na gut, wir machen weiter Sachen kaputt. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, denke ich. Eins fehlt uns leider noch. Ein einziges muss noch irgendwo versteckt sein. Hier kommen wir bloß wieder in den anderen Bereich rein. Da oben sind noch Sachen. Ich weiß nicht, ob ich da schon direkt hochspringen... Ah doch, da müsste ich hochspringen können. Ja, da komme ich direkt hoch. Sehr gut. Boom. Nicht, was ich gesucht habe, aber gut. Nehmen wir trotzdem mit. So, jetzt fehlt uns nur noch eines von diesen komischen Dingern hier. Die Frage ist, wo ist das Letzte? Bist du das Letzte? Nee, du bist nicht das Letzte. Das Letzte ist auf jeden Fall das Letzte. Darauf können wir uns schon mal einigen. Wo versteckt es sich? Auch mehr zerstören, zerstören. Und uns selber zerstören. Sehr gut. So, wo sind wir überhaupt hergekommen? Irgendwo von da oben hergekommen, oder? Sind wir von hier oben gekommen? Ich glaube fast, dass es nämlich noch im anderen Abschnitt ist. Das ist hier irgendwo, ist das letzte Ding, was wir zerstören müssen. Ja, da ist 3 von 3 auch schon gewesen. Haha, das heißt, wir haben es geschafft. Wir haben die 100% auch in diesem Level geschafft. Ha, schön. Bin der gestiefelte Kater. Nein, da bin ich nicht. So, einmal kurz hoch, oder? Ja, das ist tatsächlich 10 von 10. Na, war besser als beim letzten Level. So. Und damit haben wir auch alles gefunden hier. Speichern und beenden. Unlimited Power, genau. Ne, mit anderen YouTubern habe ich ja relativ wenig zu tun. Weil er gerade noch jemand fragt. So, wir kriegen den Landspeeder. Nachdem wir ihn auch hier schon schön fahren durften, dürfen wir ihn jetzt auch nochmal in seiner ganzen Pracht genießen. Also 85. Nice. Gefällt mir. Gebt einen Daumen nach oben. Könnt ihr auch machen. So. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben oder so ähnlich. So. Ich fülle mir nochmal Wasser ein hier. Ich kann nur wiederholen, wie viel trinken ist wichtig im Sommer. Das war nicht synchron gesungen. Da haben wir sie eben alles bekommen in Level Nummer 3. Es geht weiter mit Level Nummer 4. Rette die Prinzessin. Rette sich, wer kann. Alles klar, wir retten die Prinzessin. So, Shakti wollte auch mal irgendjemand vorhin mal sehen. Na gut, nehmen wir mal Shakti. Ja komm. Nehmen wir Shakti. Warum auch nicht? Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.